So. Timmerle, komm jetzt, ich will anfangen. Ja. Wow. Tim. Alles gut. Tim? Ja? Wir haben das schon angefangen, oder? Unser Auto hat nur noch TÜV bis in Dezember. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mod & Koi Blog. Heute mit Tim, einem 60.000 Liter Teich. Wunderschöne Koi im Großraum. Wie heißt die Großstadt hier neben dran? Berlin. Im Großraum Berlin. Mhm. Der schönste selbstgebaute Wasserfall, den wir bisher in den Modern Koi Blogs gezeigt haben. Aktuell ist er, glaube ich, noch jetzt nicht haben wir sogar, jetzt haben wir 100 andere Kunden verbrettelt. Aber nee, der ist, glaube ich, auch von der Größe her. Das ist abartig und aber abartig schön. Dazu aber gleich mehr. Der Kunde wollte nicht mit aufs Video. Weißt du, was der von Beruf ist? Drogendealer. Der wollte nicht, dass seine Kunden sehen, dass er sein hart verdientes Geld in Koi investiert. Würde der Preis kaputt machen, hat er gesagt. So in der Art. Ich habe dann gesagt, wenn man dich nicht sehen soll, dann machen wir dir so eine Plastiktüte über den Kopf mit so Löchern drin. Ja? Wie in den Narkosfilmen. Ja, genau. Wollte er auch nicht. Dann sagen wir, wenn wir Biotüten nehmen aus Papier. Oh, scheiße. Er wollte einfach nicht. Er wollte nicht. Also die Anlage hat uns wirklich umgehauen. 6.000 Quadratmeter Garten, Großraum Berlin, wie gesagt. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war der Wasserfall. Und das Zweite, dass das Wasser ein bisschen tot ist. Als ich das gesagt habe, hat er gesagt, ja, er filtert, nee, er pumpt mit was? Mit einem Luftheber. Luftheber. Und das ist auch das, was wir oft sagen. Luftheber ist zwar schön, aber da hinten kommt das Wasser raus, so wie wenn ein alter Mann pinkeln würde. Ich darf das mittlerweile sagen, ich bin 50, nur alte kommt Männer dürfen sich über alte Männer lustig machen. Ja, kommt da so viel noch raus bei dem alten Mann? Das kommt so ein bisschen bei mir ohne, schon, ja. Ohne Dynamik raus. Ja. Okay, ohne Dynamik. Nee, aber es ist eine Traumanlage, wirklich ganz stilvoll angelegt. Und das Geile auch, er hat nur heimische Steine, Gehölze. Sagt er, das ist total geil, total pflegeleicht auch. Das macht das Ganze richtig einfach. Sage ich, ja, fang mit dem Bonsai nicht an. Ich habe welche zu Hause, die sind in der Pflege, sack teuer. Also Gartenbonsai eingegraben. Und auch Ahorne, die riesengroß kamen, die einfach von A nach B verpflanzt wurden. Und da muss man sich einfach immer im Klaren sein, wenn eine Pflanze am Standort A groß wurde, mit allen Klimaeigenheiten und sich daran gewöhnt hat, und man pflanzt sie dann um nach B, wo es wieder ganz anders ist, das kann durchaus auch richtig Probleme machen. So, 60.000 Liter Teich, 2015 gebaut, ohne Bodenabläufe, 2017 umgebaut, auf Bodenabläufe. Und die Teichform ist super. Nah an einer runden Form dran. Genau, also ein Halbkreis. Und wenn man jetzt nicht mit dem Lufttaper arbeiten würde, sondern mit einer richtigen Oase oder Genesis-Pumpe, dann hätte man es hier eigentlich richtig einfach, Strömung reinzubringen. Aber das ist das, was wir mit dem Besitzer nachher besprechen. Also es sind ja, man ist ja gefühlt nur ein Steinwurf davon entfernt. Das braucht nicht mehr viel. Das braucht nicht mehr viel, um es richtig gut zu machen. Von den Koi war ich richtig begeistert, weil wer ist unser größter Kunde in Berlin? Pflanzenkölle. So, Pflanzenkölle ist rings um Berlin. Die haben 3 oder 4 Filialen, 3, glaube ich. So was um den Dreh. So, also direkt um den Berliner oder am Berliner Ring haben die ihre Filialen und da verkaufen wir schon seit vielen Jahren viele Konishi Koi hin. Aber jetzt nicht die großen, teuren, sondern einfach die normale Qualität. Und der Besitzer, ich muss immer aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, nennen wir ihn Escobar. Escobar hat also sich dann immer die Zeit genommen, hat die Pflanzenkölle-Filialen abgetingelt und hat sich da die Kleinen geholt, die Guten geholt, hat eine Aufzuchtanlage gehabt, dazu später auch mehr, und hat die groß gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich mir den Teich anschaue, was für stattliche Koi da zum Teil drin schwimmen, das ist schon richtig geil. Wir hatten vorher Stichwort, wenn ich sage richtig geil, springst du auf und nimmst die Kamera auf die Hand. Das darf ich mich jetzt da wieder drüben schlängeln? Genau. Mal sehen, ob ich wieder rüberkomme. Nee, völlig verrückt, völlig cool und auch richtig massige Körper. Was mich ein bisschen verwundert ist, das Wasser wirkt wenig biologisch, es wirkt sehr frisch, obwohl am Tag so um die 1,5 auch mal 2 Kilo gefüttert werden, wobei es der Bestand auch braucht. Aber so der klassische Teich, da fehlt jetzt wahrscheinlich Umweltleistung. Zeig mal da vorne gerade den Austritt aus dem 160er Rohr gefühlt. Timmerle bereitet sich gerade noch vor. Ja, das ist ein bisschen problematisch. So, genau, hier zweimal 160. Hä? Zweimal 100.
Zweimal 160. Zweimal 160. Zweimal 200. Okay, bei zweimal 200, bei der Austrittsgeschwindigkeit wird sicherlich ein bisschen Wasser rausgeschoben, das ist keine Frage. Aber Umweltleistung alleine ist halt auch nicht alles. Die Strömung spielt auch nochmal eine große bis sehr große Rolle. Das Wasser ist klar, aber es ist auch nicht klar. Es ist schön, es ist aber auch nicht schön. Es hat Glanz, hat aber auch kein Glanz. Ja? Das ist so das 70% Wasser, 80% Wasser. Und richtig Spaß machen tut es irgendwie ab 90%. Allerdings, und das muss man jetzt auch sagen, das ist noch lange kein Wasser, wo man sagt, da werden Koi krank. Aber sie werden nicht unbedingt in solchem Wasser schöner. Also ich schaue mir, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kutschaku anschaue, da bin ich mir sicher, wobei einer ist dabei, das ist ein Oberbrett, die würden sich, wenn das Wasser biologischer wäre, würden die besser dastehen. Auch die Yamabuki würden mehr Glanz haben. Der eine Beni Kutschaku. Der Beni Kutschaku wurde von dir auch klein gekauft, gell? Also der, wo da jetzt schwimmt, der, Tim, der, das ist Beni Kutschaku, der mit dem Rot, okay? Ja, mhm. Ja, ich hab ihn. Also die Qualität von, wie alt ist der jetzt? Dritte Jahr. Dreijährig, hat ungefähr 60 cm. Jetzt zeigen, komm, auf den, hopp, hopp, hopp. Zu. Perfektes Kutschaku-Hahn. Der Koi würde heute auch mit der Zeichnung, das war nicht der Grund, warum ihn Makoto damals ausselektiert hat, der würde selbst mit der Zeichnung, mit der Qualität heute 3.000, 4.000 Euro kosten, locker. Also ist extrem selten. Die Farbqualität und weißt du, ob Männlein oder Weiblein? Weibchen. Auch noch Weibchen. Wahrscheinlich ist ein Männchen. Jetzt will er sich zeigen. So, ja, aber wenn man mal sieht, gerade hier, wenn du mal auf die Luftblasen gehst, wie wenig sich der Teich bewegt. Also es ist gut, aber es ist nicht sehr gut und ich glaube, man kann hier sehr einfach sehr gut machen. Und jetzt zeige ich mal so die Uferbepflanzung und so und die Steine. Die Steine kommen alle hier aus der Gegend. Das ist grauer, roter Buntsand, Schiefer, Basalt, Granitstein. Aha. Ne, ich finde das richtig, richtig cool. Mega cool. Aber die Größe ist schön. Für was hast du unterschiedliche Tiefenzonen gebaut? War erst Pflanzenbereich. Also hier waren Pflanzen. Das ist heute Flachwasserzone. Also mit der Teichform kann man arbeiten, das ist gar kein Thema. Komm mal hier rüber, Tim, dann gucken wir mal hier von oben. Das ist immer, wenn man hinter die Kulissen schaut. Von vorne siehst du nichts. Jetzt komm. Man muss dazu sagen, der Kunde hat gesagt, der Aushub, der beim Teich entstanden ist, ist sozusagen das Grundstück hier. Oder der, wie sagt man? Der Unterbau. Mhm. Und dann liegt hier so lieblos ein Schlauch rum. Die Teichfolie ist nicht abgeschnitten. Wird es bei uns nicht auch so aussehen? Schlimmer als bei mir, schlimmer. Isst du mal bitte so eine Schote, Timmele? Nein. Eine? Nein. Komm. Heute nicht, ich habe es gegessen. Da hupt dann ratzfatz der Schokolade. Aber nicht nur einmal. Ich würde mir, glaube ich, hier oben noch irgendwie eine Sitzlegemöglichkeit machen. Weil die Aussicht ist auch nicht so schlecht. Aber bei dem Geplätscher muss halt auch alle 5 Minuten auf Toilette. Kannst du dich dann rumdrehen. Platz ist genug. Oder laufen lassen. Das stimmt. Ja, dem Teich fehlt Strömung. Von hier oben sieht man das auch. Das ist ein Gewässer, auch wenn es sich pervers anhört. Auf der rechten Seite sieht das Wasser besser aus als auf der linken Seite. Das ist jetzt natürlich eine optische Täuschung, kann ja gar nicht sein. Aber so rein von der Sache her. So, und wenn Sie so Sachen machen, wie so viel Wasser hier hochpumpen, eine Schlauch, Nennweite, 2 Zoll, kostet nachher auf die Entfernung 3 Cent mehr. Macht nichts aus, aber sie sparen im Jahr wahrscheinlich, bei der Wassermenge, die hier hochgepumpt wird, sparen sie 100 Euro Strom im Jahr. Mittlerweile 500 Euro. Also ist nur so nebenbei. Aber ich finde den Wasserfall absolut geil. Ich fühle mich ein bisschen wie auf dem Ayers Rock. Kennen Sie Ayers Rock in Australien? Natürlich kennen Sie Ayers Rock. Hast du das gekannt, Tim? Ich wusste, dass es dort ist, aber so richtig wie aussieht, weißt du nicht. Nee. Dieses rote Ding da.
Ah, doch, glaub schon. Berühmteste Berg von den Aborigines, heilig gesprochen. So, eigentlich ist alles gesagt, aber finde man darüber auch echt hübsch. Tim, da hinten ist das gelobte Land. Ein leerer Riesensee. Siehst du das? Ich habe vorher schon Tim, so eine kleine Parkrundtour gemacht. Siehst du da auch 1000 Kilo Konishi-Koi drin schwimmen? Absolut. Ha? Tim! Wir müssen uns jetzt mal dem nächsten Projekt. Wir sind gerade wie Herr der Ringe so. Im Mitteltal. Also, top. Wir bedanken uns beim Besitzer, der es wirklich schade findet, dass er aufgrund seines beruflichen Hintergrunds nicht aufs Video darf. Und ich weiß schon, in den nächsten Outlets oder wenn Kunden zu uns kommen, wird gefragt, ist das wirklich ein Drogendealer? Wenn der Escobar heißt, was will er sonst machen? Wolltest du den wirklich mit einer Plastiktüte vor die Kamera setzen? Zuerst ja, aber nachher wollte ich eine Papiertüte nehmen. Weil wir sind ja Sustainability, genau. Nachhaltigkeit. Ja, wir hätten noch einen im Auto. Also, hol die. So, jetzt schauen wir uns einen Filter an. Von hier nochmal reinfilmen, das ist auch sehr geil. Also für das, dass er das mit seinem Kumpel alles selber gemacht hat, ich habe da dreimal gefragt, auch der Wasserfall, und das ist echt der geilste Wasserfall. Hast du schon mal einen schöneren gesehen, selber gebaut? Nein. So. Das ist schon sehr cool. Das ist schon mega cool. Also da kenne ich viele Landschaftsgärtner, die machen sowas nicht, aus einer Ufergestaltung. Die versuchen es, aber sie kriegen es nicht. Sie kriegen es wirklich nicht hin. Also, wenn wir ihn jetzt davon noch überzeugen, dass die Koi noch ein bisschen ein schöneres Wasser brauchen, dann ist die Sache hier perfekt. Ich sage dir mal eins, wenn ich wüsste, dass wir zwei Spinner kommen, also überwiegend du bist ja schlimmer als ich mittlerweile, dann würde ich, glaube ich, vorgewärmtes Wasser frisch einfüllen. Und das Ding wäre genau fertig, wenn wir gerade auf den Hof fahren. So, jetzt warten wir mal, was die sagen. Gerade alles rausgenommen aus dem Wasser. Also, jetzt füttern wir noch einmal. Aber bitte zeigst hier, zeigst du die Koi noch mal ein bisschen. Das sind alles Koi, die wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Euro gekostet haben. Und Pflanzenkölle ist wie Kölle so auch deutschlandweit unterwegs. Also nicht in allen Städten. Schneiderle macht gerade ein Video-Move-Kunst. Ich hau jetzt da 5 Kilo rein, dass sie die Anfahrt gelohnt hat. Ach Gott, das ist gar kein Konishi-Futter. Was füttert ihr, Konishi Nummer 1? Super, das sieht man auch, dass ich... Escobar hat gesagt, die 2. Da müssen sonst neue... Ach komm, glaubst du, wir dürfen ihn Pablo nennen? Pablo. So. Das Kimmer ist ungeschickt, das sieht man jetzt mal. Ich habe mir vorher schon gedacht, weil du eigentlich die Hälfte... Also wenn ich... Was macht man? Fernbedienung auf On. Haben wir das live mal gezeigt im Video? Nö, das ist cool. Bisher nur nicht, oder? Wir haben, glaube ich, schon in der Theorie mal immer wieder drüber gesprochen. Aber ist mir jetzt eigentlich gar nicht so recht, weil ob das Futter jetzt ins Kämmer oder in die Fische verschwindet, ist ja uns egal eigentlich. Aber wenn man dann die Entwicklung sieht, dann wollen wir, dass es in die Fische geht. Genau. Ich mache jetzt wieder off, ja? Funktioniert das mehrfach am Tag? Es geht nur einmal an und aus. Das wäre genau mein Spielzeug. Ich würde immer warten, bis ein Futter kommt, 10 cm. Ich würde eigentlich ausprobieren, wie weit kann man die Futterkörner noch antreiben lassen, dass man sie wieder wegschießen. Das würde die Koi würden nach 2 Stunden sagen, Alter, hoffentlich ist die Drecksbatterie bald leer. Also, ich bin ja gespannt, wie häufig wir das gucken uns jetzt zum Filter an, da bin ich gespannt. Jetzt da haben wir jetzt einen Luftheber. Jetzt haben wir beide parallel gesprochen. Ja, das ist nicht schlimm. Schneiden wir dich raus. Ciao. Ciao.